muss ja sagen, so gut wie ich das Wetter vorhin noch fand, dadurch, dass es jetzt wärmer geworden ist und doch drückend und feucht, wird es langsam Kopfschmerzwetter. Also ich kriege jedenfalls welche. Das ist nicht schön. Ja, heute ist der 8.6., der 8. Juni 2011 und es ist Mittwoch und es ist Berlin-Mittetag und ich bin ja jetzt nach dem ganzen München-Ding wieder in Berlin. Alter, und es sind zwei Dinge, es ist sehr warm und sehr nass. Das ist auf der einen Seite sehr schön, weil die Blumen gehen nicht kaputt. Auf der anderen Seite sehr doof, weil die Anna hat heute Betriebsausflug und die machen, glaube ich, sowas wie eine Stadtrallye. Das wird ihnen nicht gefallen. Schade. Nach den ganzen Strapazen, abgesehen nachts um drei und dann zwei volle Tage doch echt heftig durchschubbern, habe ich ein bisschen länger geschlafen und überlege gerade, ob ich jetzt im Regen losgehe oder einfach ein bisschen warte noch. Jo, das Schauer ging schnell vorbei. Ja, aber in den letzten zwei Tagen, wo ich nicht da war, ja, haben sich die Hokkaido-Kürbisse ein bisschen weiter gemacht. Und vor allem, wir können bald Kirschen ernten. Naja, werden wir natürlich wie letztes Jahr nicht ernten, sondern direkt reif vom Baum essen. Wie sieht es denn sonst hier so aus? Wow, nach dem Schauer ist die Luft richtig angenehm. Kommt ein bisschen Wind auf, aber so warm, aber nicht zu warm. Oh, man hört ein Gewitter grummeln. Ja, so lasse ich mir den Sommer gefallen. Ab und zu mal ein bisschen Abkühlung von oben. Na, das habe ich ja wieder gut abgepasst. Ausgerechnet in der langen Pause zum Taktwechsel gehe ich zum Bus. Ja, nee, es ist Samstag, Moment. Ja, naja, gut, das ist nicht die lange Pause zum Taktwechsel, das ist nur hier samstags. Aber ich bin auf der Mitte von den 20 Minuten im Moment. Okay. Bei uns regen sich die Touris über 2,70 für eine Einzelfahrtschein auf. Ich bin gestern vorher gekommen, da zahlt man 10 Euro dafür. Also, ne? Bellepplerei. Mit unserem Einzelfahrschein kommt man einmal quer durch die Stadt. Okay, fairerweise muss man sagen, bis zum Bahnhof, bis zum Flughafen braucht man einen Anschlussfahrschein. Ist man aber insgesamt immer noch unter 5 Euro. Dadurch, dass ich heute gar nicht mit der U-Bahn fahre, kann ich noch gar keine Presseschau machen. Naja, Markus und Marc steht noch ein Revolverblattverkäufer. Ich bin jetzt zwei Tage quasi komplett raus. Ich weiß nicht, wie es um E-Heck steht, gar nichts. Nee, Presseschau im Vorbeigehen fällt aus. Hier vorne, der ist schon weg, der hat wahrscheinlich schon alles verkauft. War es ja auch schon 12. Hab auch langsam ein leichtes Hüngerchen. Ich habe ja auch seit gestern Morgen nicht mehr richtig was gegessen. Insofern sollte ich mir vielleicht was vom Bäcker holen. Na, das gibt auch gleich nochmal was. Ist ja auch noch alles nass. Guck mal, wer da ist. Schnuffel hat mich abgeholt. Wir gehen gleich Steak essen. Ja, das wird schon den ganzen Tag doof, ja. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich, wenn das nur eine kurze Tour ist mit 3,5 Stunden, wir natürlich schon auf den Mittag fertig sind oder auf den Nachmittag. Die haben nämlich Stadtrallye gemacht auf dem Betriebsausflug. War wieder sehr lustig, aber die lange Tour ist, also längere Touren sind schöner, weil wir waren quasi so richtig schön im Schwung und dann, oh, da ist schon der Schatz von Gunn. Also wenn mal jemand Stadtrallye in Berlin machen möchte, kann ich nur empfehlen, die Jungs sind super. Jetzt sagst du nochmal wer? Der Schatz von Bonn. So, danach müsst ihr googeln und dann könnt ihr Stadtrallye in Berlin machen. Genau. Also im Vergleich zu München, wo es ja auch geregnet hat, ist das hier wie Regen im Süden irgendwo. Ohne Scheiß. Also, wärmetechnisch, aber trotzdem ist es wärmetechnisch noch Toskana. In München war es kälter als jetzt hier. Ja, also ich habe unten am Wasserkopf, habe ich zwischendurch war ganz schön frisch. Ist da. Man mag uns hier nicht. Zumindest bedienen. Weil wir bisher dann die Probleme hier hatten. Ich war hier erst einmal. Eigentlich, ich war hier schon öfter. Und normalerweise sitze kaum, denn stehen sie schon mit der
Kalle, können wir ihm den Arsch vorhin tauchen? Ja, auf den Stuhl bitte. Wir wurden doch bedient, eben gerade. Ja. Ja, das kommen wir gleich. Auf besonderen Wunsch einer einzelnen Dame fahren wir heute. Ich. Fahren wir heute mit dem Bus nach Hause. Ja. Wir sind eben schon mit dem 200er gefahren durch die neue Mitte. Also wenn man kostenlos Sightseeing machen will, ist eine Fahrt wert, der 100er und der 200er. Ich fahre total gerne Bus. Durch die Stadt. Da kann man viel mehr sehen als bei der S- und U-Bahn. U-Bahn kann man ja sowieso kaum was sehen, weil die meistens unterirdisch fährt. Was in dem Namen halt schon so drin ist, ne? Ja, aber die fährt ja auch teilweise überirdisch. Aber ansonsten fährt die Untergrundbahn im Untergrund. Heißt es überirdisch, oberirdisch? Oberirdisch. Überirdisch war auch mal andere, wa? Ja. Wetter hier. Es mieselt. Hier, Party in der Gartenstadt. Ja, die Gartenstadt hat nämlich jedes Jahr im Juni, haben die hier eine Woche quasi feiern sie ihre Gartenstadt. Ja, wir wohnen hier, haben sie auch erst einmal mitgekriegt, weil wir erst letztes Jahr hier einmal im Juni gewohnt haben. Was hast du dieses Jahr für eine Ausrede? Dass du da nicht hin wolltest und ich nach München musste. Ja, wir gehen da bestimmt irgendwann mal hin. Ja, dieses Jahr nicht mehr. Nee, dieses Jahr haben wir keine Zeit mehr. Jetzt. So, damit ist der Tag zu Ende. Schnuffel hat schon wieder neue Termine eingetragen. Nee, stimmt doch ja nicht. Na, wolltest du aber. Ja, wollte ich, mache ich auch noch. Und zwar einen in der Woche, weil wenn die Wochenenden ausgehen, dann muss man in der Woche weitermachen. Vielleicht liegt es doch einfach daran, dass der Herr in der Woche Geburtstag hat. Könnte ja sein. Kann natürlich auch sein, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ne, nach einem weiteren ereignisreichen Tag, das Mittwoch-Vlog, also die beiden Tage habe ich noch nicht geschnitten, das werde ich dann mal irgendwann mal so zwischenschieben, weil das Mittwoch-Vlog, das mache ich dann halt morgen, also dieses hier. Mal gucken, dann werde ich das irgendwann zwischenschieben. Jetzt sich gerade über mich lustig gemacht. Okay, tschüss. Tschüss, Nuffel. Wir sehen uns.